Studierende der Elektrotechnik treffen an der Hochschule Mannheim auf angehende Kommunikationsdesigner, künftige Informatiker auf Sozialpädagogen in Spe. Bei Kompass Projekt lernen sie, interdisziplinär zu denken und eine gemeinsame Aufgabe zu lösen. Bereits zum 4. Mal traten heterogene Teams aus verschiedenen Fachrichtungen an, um gemeinsam eine Aufgabe zu lösen und voneinander zu lernen. Smart Bike, so das Motto im Jahr des 200. Fahrradjubiläums. Mit Blaulicht und Signalhorn zum Notfall. Per Fahrrad. Das Emergency Bike ist für schwer zugängliche Regionen oder verstopfte Innenstädte gedacht und soll Ersthelfern als Verkehrsmittel dienen. Verbandszeug, Defibrillator und Medikamente im Gepäck. Da war zuerst die Idee, dass wir sagen, wir konzipieren ein Notarztfahrrad. Haben dann auch schon so die ersten Pläne gemacht und hatten dann allerdings ein Interview mit dem Roten Kreuz direkt, haben das auch da vorgestellt. Und dann haben die uns des Besseren belehrt und haben gemeint, dass eine volle Ausrüstung, die ein Notarzt täglich mit sich führt, niemals an ein Fahrrad passen würde. Und die haben uns dann auch tatsächlich den Tipp gegeben, dass wir das neu aufziehen im Sinne von nicht Notarzt, sondern für Ersthelfer vor Ort. 10 Wochen Zeit hatten sie von der Idee bis zur Abschlusspräsentation. Dabei begleiteten sie zertifizierte Tutoren. Die Teams würfelte die Projektleitung so zusammen, dass beide Geschlechter sowie verschiedene Fachbereiche und Kulturen vertreten sind. Bei der Strohhutbande, wie sich die Gruppe um das Emergency Bike nennt, reichte das vom angehenden Maschinenbauer im 3. bis zur Chemietechnikerin im 1. Semester. Da haben wir auch am Anfang lange überlegt, was kann man denn für ein Thema einbringen, dass so jeder seinen Part offensichtlich auch hat. Und da war dann das Rettungsbike das Beste, was hat passieren können. Also ich meine, der soziale Aspekt ist eigentlich selbsterklärend, Leben retten, Leuten helfen. Für mich als Energietechniker war es ganz interessant, wie versorge ich die ganze Technik überhaupt mit Energie. Jetzt für Max, unseren Automatisierungstechniker, der hat natürlich extrem viel Spaß daran, die LED-Stripes zu programmieren und die Schalter ranzulöten und dass das dann alles funktioniert. Dieses Projekt wird aus unterschiedlicher Perspektive eben bearbeitet, hat verschiedene Komponenten, um die es geht, im Sinne von Nachhaltigkeit, Attraktivität, was sich gerade ergibt, dass für alle Bereiche, beispielsweise sozialwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich, für die Gestalter und so weiter, eben eine Relevanz besetzt. Innovative Bike Navigation, kurz IBN, so der Name eines weiteren der insgesamt 9 Teams, die sich mit Ideen rund ums Fahrrad beschäftigten. Ihr System setzt Navigationsanweisungen wie rechts oder links in Bewegung des Fahrradlenkers um. Unsere Grundidee ist die Navigation durch Vibration. Die funktioniert so, dass wir Vibrationsmotoren in so kleine Holzstücke reingesteckt haben, die wir in den Lenker montieren, die dann durch ein Relais, durch eine Elektronik versorgt werden, wenn der Arduino sagt, der Motor soll vibrieren. Dass man nicht mehr die ganze Zeit auf sein Navigationssystem während dem Fahrradfahren gucken muss, sondern durch Vibration angezeigt bekommt, wann man abbiegen muss. Auch die Finanzierung, mediale Aufbereitung und Präsentation sind ein Teil von Kompass. Im Projekt lösten sich die Fakultätsgrenzen schnell auf. Gerade aus meiner eigenen Sicht habe ich mich am Anfang schon nicht getraut, zu den elektronischen Dingen was zu sagen, aber gerade meine Kommilitonen, die haben mir so weit geholfen und waren immer total hilfsbereit und mir hat es dann auch Spaß gemacht, einfach selbst nachzuforschen. Bei der Abschlusspräsentation betonte der Rektor der Hochschule, Professor Dr. Dieter Leonhardt, dass Interdisziplinarität in einer beschleunigten Arbeitswelt unverzichtbar sei. Eine fächerübergreifende Jury bewertete die Arbeiten der 9 Teams. Das Kompass-Projekt geht im Bachelorstudium an der Hochschule bereits in die 4. Runde. Geleitet wird es von Professor Dr. Manfred Oster und Matthias Bantel. Unser Ziel ist auch für Studierende im späteren Studienverlauf, interdisziplinäre Arbeiten mit einem hohen fachlichen Anforderungsprofil zu stellen. Hier haben wir jetzt in diesem Semester einen Pilotdurchlauf gemacht mit Studierenden im Maschinenbau und in der Verfahrenstechnik. Das werden wir gerne systematisch weiterverfolgen und auf eine breitere Basis stellen. Das Projekt wird aktuell auf 3 Jahre mit 460.000 Euro vom Landesforschungsministerium gefördert. Die Ideen der Bachelorstudierenden reichten von einem Signalsystem für hörbehinderte Radler bis zur App für den mobilen Reparaturdienst. Jury und Publikum kürten das Emergency Bike zum Sieger. Fahrrad, cool. Was kann man da groß noch verändern? Ja? Und dann so über die Treffen heraus zu merken, so, das hat einen Haufen Potenzial, da kann man so viel reinstecken. Ich sag mal, wenn die Zeit noch ein bisschen mehr wäre, also wenn sich jetzt das nicht auf ein Semester bezogen hätte, sondern auf mehrere, ich glaube, dann hätte man am Ende wirklich ein voll funktionsfähiges Rettungsfahrrad da stehen haben können.
Die Hochschule Mannheim beweist, auch im Jahr des 200. Jubiläums lässt sich mit dem Fahrrad mehr als ein Blumentopf gewinnen.